Ja, willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eure alten Game Boy Advance Spiele auch auf eurem Handy spielen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Falls ihr noch nicht auf iOS 8.1 geupdatet habt, funktioniert das auch ohne Jailbreak. In diesem Fall müsst ihr dann in den Einstellungen das Datum auf gestern oder weiter zurückstellen und dann in den Webbrowser gehen, auf der Seite, die ich euch in die Infobox packe, und dann könnt ihr hier Download und hier auf Installieren klicken und dann wird die App heruntergeladen. Falls ihr aber wie ich schon auf iOS 8.1 geupdatet habt, müsst ihr das, geht das leider nur mit einem Jailbreak. Und zwar braucht ihr dann die Quelle Bite Your Apple, also repo.biteyourapple.net, Entschuldigung. Und aus dieser Quelle müsst ihr die App GBA for iOS installieren. Hier einfach auf Installieren klicken. Bei mir steht ja jetzt Ändern, weil ich es schon habe. Ja, und dann findet ihr diese App auf dem Homescreen. Die könnt ihr dann öffnen. Ja, das ist dann der Emulator. Bei euch ist das anfangs noch leer. Doch die Spiele könnt ihr dann hier bei dieser kleinen Lupe downloaden. Dazu sucht ihr mal nach GBA-ROMs. Kommt dann hier verschiedene Seiten. Ich gehe mal auf diese hier. Ich hoffe, die ist gut. Okay, dann suche ich hier was, zum Beispiel Mario Kart, Super Circuit. Okay, dann sehen wir hier das entsprechende Spiel, klicken auf Download. Hier wird dann erklärt, dass es illegal ist, das Spiel zu downloaden, wenn man das Original nicht besitzt. Das müsst ihr einfach selbst wissen. Doch wenn ihr das herunterladen wollt, klickt hier auf Download. Könnt ihr dann den Namen eingeben und Save. Und dann seht ihr ja den kleinen Balken oben. Ups. Dann wird das Spiel gedownloadet. Das ist jetzt fertig und ich klicke das mal an. Sehen wir hier schon die Tasten. Und das ist dann so wie ein Gameboy. Kann man nur spielen. Hier kurz als Demonstration. Das Ganze funktioniert übrigens auch im Querbildformat. Und ja, das ist eigentlich schon ziemlich cool. Es geht aber noch cooler, und zwar, wenn man so einen Controller hat wie ich. Das ist hier von Logitech, der PowerShell Controller. Da kann man dann das iPhone reintun. Und so, dann verdeckt man hier mit den Fingern nicht das ganze Display und kann so spielen mit physischen Knöpfen. Das ist schon um einiges besser. Ja, ich zeige euch das noch kurz an von Mario. Ja, das ist ziemlich cool. Kann man die alten Spiele aus der Kindheit wieder spielen. Das war's eigentlich auch schon von meinem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und
Es funktioniert auch bei euch. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts. Über ein Abo, ein Like und Kommentar würde ich mich freuen. Und bis zum nächsten Video.